jetzt müssen wir hier wieder raus. Ach. Nee, ihr müsst darüber wieder. Nee. Die Frage ist halt jetzt nur, wie hat er sich das dann vorgestellt mit dem Knopf dann hier? Weil jetzt ist zwar schön und gut, dass wir jetzt hier wieder rauskommen. Ja. Ups, da. Drück mal nochmal. Aua, au, nee, blöde Idee, drück mal nochmal. Ich dachte, vielleicht kann ich mich da irgendwie zwischenstellen und heroisch die Tür aufhalten oder so. nee. Das funktioniert nicht. Ja, keine Ahnung, da hinten ist halt auch so ein Ding, wo alle drei hin müssen, ja? Ja, genau, das ist, denke ich, das Ziel. Richtig, aber... Wir müssen uns jetzt hier mal mit unseren richtigen Smart-Ass-Brains... Motherfucker... Müssen wir mal überlegen, wie das hier theoretisch... Wie wir jetzt da alle hinkommen. Jetzt mal ganz ehrlich, um das so runterzubrechen. Wir brauchen für diesen Weg brauchen wir jemanden, der hier den Knopf drückt. Und auf dem anderen Weg brauchen wir jemanden, der oben bei dem Baum-Dings den Knopf drückt. Ja, vielleicht auch nicht. Also wo ist der Unterschied? Ja, anscheinend. Ja, vielleicht aber auch nicht. Weil dann wird uns das ja gar nichts bringen. Das wäre ja doof. Was ist denn das? Das ist schon wieder ein Lösungsbuch? Also, nein, das ist das von Urlaub, ne? Lass mal ganz, das ist ganz hilfreich hier. So. Gut überlegen. Hä? Ach Toki, jetzt schmeiß doch hier nicht deinen Bullshit hin. Wenn jetzt Toki zurückgeht, wo ist er dann? Hä? Dann ist er auf der anderen Seite, also bei dem Baumsprung und so weiter und so fort. Stimmt, ganz einfach, ne? Was? Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, ich brech das so runter. Das ist, aber hier, das ist ein getimter, nicht? Kannst du den nochmal drücken, Toki? Was? Hier den Knöpfchen? Warte, ist das wieder da? Da. Hallo. Ups. Okay, der ist auch nur ganz kurz. Hilft also gar nicht. Ja. Na, richtig. Das markierst du hier den Weg, oder was? Nicht. Ja. Gar nicht so doof. Ja. Oder es gibt in diesem Glaslabyrinth eventuell noch irgendwie einen zweiten. Ja, ich dachte Weg, auch, dass man irgendwie nach oben springen kann, eventuell. Ja, aber irgendwie... wenn du mal nach oben guckst, siehst du irgendwo eine Lücke oder so? Nee, nicht wirklich. Ja, es gibt so manchmal so eine Lücke, aber halt nicht zum Reinspringen, sondern nur eine große. Das ist der Knopf, der hinten das Ding sie öffnet. Okay. Hm? Ja, das ist genau der Knopf. Es gibt mehrere Wege zum Sieg. Ja. Okay, man kann fast jeden Weg gehen einfach. Wenn man meint, aber das ist einer. Ist auch einer, dann ist das jetzt mal markiert. Aber jetzt mal ganz im Ernst. Bin ich gerade einfach nur. Oh. Lol. Man braucht nicht mehr die Sprungessenz, um da drüber zu kommen. Guck mal. Daneben ist eine Wand weggegangen. Leute. Guck mal. Da. Ah. Siehst du das? Ja. Das heißt, da kommt man jetzt auch hin. Alleine quasi. Ja, richtig. Hilft uns das? Then again, was bringt uns das? Ja. Richtig. Ja, was macht ihr denn? Ja, wir sind gerade am überlegen, wie das jetzt so funktionieren hat, aber ich bin mir ganz ehrlich nicht ganz sicher. Moment. Das heißt, du kommst jetzt von der anderen Seite, kommst jetzt bis da hinten hin. Warte, eigentlich schon ist denn hier Ding, irgendwo was, wo man hier einen Jump braucht? Hä, wie, wo man hier einen Jump braucht? Hier im Raum mit den Bäumen braucht man auch einen Fuß. Ach so. Ja, ich glaube schon. Alter. Da bist du doch hingelaufen, oder nicht? Ja. Da bist du einmal hingelaufen. Also du wolltest auf jeden Fall. Ich weiß natürlich nicht, ob du angekommen bist. Also, welchen meinst du? Hier der Raum. Das ist ja das hier mit dem Code. Ja, da war ich drin. Da war eine Farbe für den Farbencode drin. Und das hat hier die Tür aufgemacht. Aber es ist halt... What the fuck? Einfach mal. Hier hat sich auch nichts getan. Nee. Also ganz ehrlich.
Für mich ändert sich da noch nichts. Bei der einen Seite brauchst du jemanden, der das aufmacht, und bei der anderen Seite. Oder bin ich gerade einfach zu dumm? Zu dumm zum Nachdenken. Weißt du, was natürlich auch sein kann? Tuki, machst du mir mal auf, bitte? Wo? Den Block hier. Ja, wo bist du denn? Du sollst auf die... Ach so. Ja, der steht noch in dem Labyrinth. Ja, und ich bin da. Hab's da. Ja. Ah, fuck, das gern. Hier ist kein Ding, sie auf, übrigens. So. Das ist Glas. Ist das nicht? Ach, das ist Glas, lol. Okay. Nur dann aber mal. Das heißt, wenn ich jetzt hier zurückgehe, dann bin ich trapped. Komm ich nie wieder zurück. Ganz ehrlich, da ist ein Denkfehler drin, meiner Meinung nach. Oder wir übersehen... Oh, ups. Das war smart. Oder wir übersehen. Wir übersehen sowieso irgendwas. Zurück. Hey, wieso? Oh, nee. Ich kann ja da wieder hin, wo ich gerade gestorben bin. Ist ja nicht das Problem. Ja, keine Ahnung. Dieser eine Block ist irgendwie strange. Weil... Hat sich noch... Vielleicht hat sich irgendwas geändert? Vielleicht ist irgendwas... Weiß es nicht. Irgendwas passiert? Ich kann ja jetzt auch mal zurück, weil ich muss ja sowieso... Weil das ist ja, es ist Schwachsinn. Und eigentlich. Hat sich nichts geändert. Gibt's noch eine? Hier ist, also hier ist noch eine Tür, wo wir noch nicht drin waren. Das ist die Endtür, die sich öffnet, wenn wir alle drei hier sind. Naja, gut. Ne? So. Ja, das denke ich halt auch, aber wie willst du denn da rüberkommen? Hier ist das Lackbecken. Hier ist Exit. Lavabecken ist ja jetzt wurscht. Elf. Ganz ehrlich. Und Tobi, bist du auch gerade hier in diesem Labyrinth-Ding am rumlaufen? Naja, ich hab mir gerade einen Eingang gebaut, dass ich euch gehen kann die ganze Zeit. Weißt du, was machst du? So. Ja, wo bist du denn? Beziehungsweise, wo hast du das Glas? Da, wo man jetzt rübergehen kann, euch, wenn man einen Jump-Boost braucht. Ich mach das jetzt einfach mal, So. Weil es ist... Cheaten, aber... Also meiner Meinung nach ist da ein Denkfehler drin. Genau. Und zwar nicht von unserer Seite aus. Das denkst du. Ja, an dich. An mich natürlich. Kann aber auch andersrum sein. Warst du schon... bei Braun und hast den Hebel umgelegt, der da ist. Ja, das hat die Tür hinten aufgemacht. Zu dem Farbcode-Ding. Deswegen. Oder zu dem, was auch immer da ist, so. Ja, Toki ist sowas aufgemacht. Weißt du, wenn sowas halt passiert wäre, wie Toki es gerade manuell gemacht hat, wenn da das Glas kaputt gegangen wäre, dann hätte ich gesagt, ja klar. Hier ist der Exit, Neustart, Überprüfung, das hast du auch gelöst, ne? Ja, genau, das mit den Dings ist halt auch gut. Da ist auch dann irgendwas dann Dings hier aufgegangen. Das ist dann der andere Weg. So, und hier ist das Glaslabyrinth. Ja. Ist ja alles wunderschön, aber meiner Meinung nach ist da ein Denkfehler drin. Weil du kannst es drehen und wenden, wie du willst. Von beiden Seiten aus brauchst du jemanden, der auf den Knopf drückt, damit der dritte auf die andere Seite kommt. Also wie gesagt, wenn wir nicht irgendwas richtig hart am Übersehen sind, dann... Was hast du kaputt gemacht hier, Toki, ne? Mhm. Naja, das hat Toki kaputt gemacht. Wie gesagt, wäre sowas passiert, dann könnte ich das gut nachvollziehen. Aber so... Ja, aber es kann ja gar nicht. Würde ich jetzt sagen... Wieso ja, denn? Ja, klar, ja. Wie gesagt, verstehe ich nicht. Ich guck auch hier, ob hier irgendwo ein Loch ist, das wir nicht gesehen haben, aber... Ja. Also meine Idee wäre, keine Ahnung. Ich würde halt jetzt mal gucken, was passiert, wenn wir alle drei da hinten auf die Dingsi draufgehen. Mit Tokis gemacht. Ja, dann wird's weitergehen. Aber wie gesagt. Ja, klar, aber was willst du denn jetzt hier dran machen? Ich sag, da ist ein Denkfehler. Ja, ich bin halt immer eher der Meinung, dass man mal auf eigene Fehler spekulieren sollte, als auf. Heiß, Lukas schon. Ja, das kann halt auch sein. Aber wie gesagt, wenn der Mapper-Steller hier guckt, ja, die Videos,
kann uns dann eventuell aufklären, wo wir den Denkfehler haben. Oder vielleicht ja, fehlt noch da irgendein Redstone-Bims, was Ding sie ist. Nee, soll ich kurz machen? Von daher. Ja. Ja, ich sehe es auch nicht. Also auch mit rumfliegen hier sehe ich irgendwie nicht was. Deswegen. Im Moment. Wo der machen. Knackpunkt ist. Aber ich finde jetzt ja auch nicht mehr raus. Ja. Ja, wie du findest, ich nicht raus. 1,7 gerade. Also recht niedrig. Es stehen Fackeln auf dem richtigen Weg. Ich muss ja auf den richtigen Weg erstmal kommen. In Euro sind 37,17 Bart. Ach, hier. Also recht wenig im Moment. So. Ja, wie gesagt, ich würde dann sagen, wir machen hinten weiter und stellen uns alle drei mal auf diese Plattform. Oh, können wir tun. Wenn Toki dann mal wieder weitermacht. Ja, Moment, so. Hier da. Oder? Ja, hier. So. Toki, ja, bist du im richtigen Game? Mach ich gleich weiter. Okay. Weil, das ist ja, ja. Echt eher relativ. Los, Power Rangers. So. Okay, warum muss man eigentlich immer auf dich warten? Weil meine Mutter gerade in meinem Raum war. Das ist keine Entschuldigung. Ich muss dir was zeigen. So, wohin muss ich eigentlich? Ja, nicht. Ich muss erstmal durch. Hier. Und hier hinten ist auch so ein Ding, wo du dich in die Mitte stellen kannst. Hindurch. Ja, okay. Jetzt ist das dauerhaft auf und hier ist das Ding auf dem Gang. Okay, meinetwegen. So, Zahlen. Der Code ist fünfstellig, finde alle fünf Hinweise und werfe ein Papier und gebe den Code auf den Serien. Der Code ist fünfstellig. Na dann. Also die Zahlen 7, 2, 4, 5 und 8. Ja, ich bin Moment. Soll ich dir schon mal ein Papierchen bringen? Weiß nicht, wo das Wort. Okay, ich weiß nicht, wo die Papiere sind. Ich muss das nicht wohl selber machen. Das heißt, sie kann nicht in der Mitte sein. Auf jeden Fall. Ja, warte, ich mach's anders. Oh, Spaß. Weiß auf jeden Fall, hier oder hier kann ich da oder da sein. So. 5 ist da oder da. Oder da. Dann ist 2 Felder neben der 2. Also es müssen auf jeden Fall 2 Felder Platz sein. Das ist immer. Ach. So wie es wieder rausgeht. Gerade die Ecke der Schande markieren. So, ne, die 7 ist 2 Felder neben der 2. Die 2 ist mal da oder da. Was die 7 ist. So. Hier oder hier. Die Ecke der Schande. Mein Gott. Selbst dafür ist Toki nicht mehr am Reintappen. Wofür? Jetzt die 4 nicht neben der 7 sein soll. Für meine Ecke der Schande. Dass ich mich schlagen kann? Wie viel Schaden macht dein Schaden? Ja. Ja, du hast eine Diamond-Rüstung an, ne? Ja, ich hab noch 4 Herzen, wenn du da steigst. Hab ich überhaupt Rüstung? Ne? Tja. Was kriegst du mich an? Was kriegst du mich an? Glaub ich hab ihn. Willst du erstmal mit mir anlegen? Ja. Das Problem ist, nein, du bist nicht. Echt tot, du Gast. Schön ist, wir haben jetzt hier wieder keinen. Fuck you. Und hier ist Papier. Ja. Ist okay. Und die.
Hier ist Papier und auf der anderen Seite sind, glaube ich, die Ambosse. Aua. Wo ist Papier?